So, wir haben hier ein Flugmodell gebastelt, ganz einfach. Ich zeige dann auch eine Bastelanleitung, ist kein Problem. Wichtig ist, dass man die Höhenruder, ich hoffe, man sieht es, nicht so doll faltet nach hinten. Sonst haben wir diesen Effekt, als wenn man ein Brett in den Wind stellen, sondern weich nach oben klappen. Ich habe es extra mal rot gemacht, macht man sonst nicht. Natürlich auch beide gleich, sonst fliegt das Biest eine Kurve. Zur Bastelanleitung, ganz einfach, das geht so. Man faltet, ich mache das jetzt allerdings wahrscheinlich nicht ganz genau und alles ein bisschen schneller. Man faltet das Papier einstweilen so über die Diagonale, knifft schön nach. Wie hier zu sehen, macht das auf der anderen Seite. Ich hoffe, man sieht das dann alles. Und diesen schweren Schnabel dieser Papiertaube erreicht man dadurch, dass man jetzt folgende Faltung vornimmt. Bis hierher ist es normal. Die meisten hören hier an der Stelle auf. Und immer schön scharf nachfalten. Die meisten hören jetzt an genau dieser Stelle auf hier. Aber wir machen den Schnabel schwerer, damit die Taube besser fliegt. Das ist sozusagen eine Anleitung, um ein Flugmodell zu bauen, was, naja, ziemlich todsicher fliegt. Jetzt kommt ein kleiner Schritt, der ein bisschen spannender ist. Noch einmal so über Eck falten. Immer schön auf Genauigkeit achten. Nochmal so. Ich kann es jetzt allerdings wegen der Geschwindigkeit und wegen des Videos nicht ganz so genau machen. Jetzt hier kommt ein kleiner Trick. Jetzt machen wir das Ganze von der anderen Seite nochmals auf beiden Seiten, um folgenden Effekt zu erreichen. Wir haben nämlich jetzt hier die Möglichkeit, hier diesen sogenannten Schnabel zu formen. Und wozu wir den brauchen, werden wir gleich sehen. Hier das Ganze nochmal. Ich hoffe, man sieht hier die Falzlinien. Einfach da mit dem Finger reinhalten und den Schnabel formen. Immer so genau wie möglich. Na. Es liegt, wie gesagt, ein bisschen an der Geschwindigkeit. Wenn wir den Schnabel dann hier so stehen haben, na schön, gleichmäßig ist es umso besser, dann kommt folgender Trick. Wir klappen diese Ecken des Schnabels nach vorne und legen die Taube auf den Rücken sozusagen. Und jetzt haben wir diesen Schnabel komplett insgesamt. Immer schön auf gerade Linien achten, falzen hier nochmal in der Mitte, dann aber in der Luft, damit wir es nicht schräg falzen. Hier schön gerade, den Kiel des Flugzeuges sozusagen. Falzen die Flügel bis hier zur Ecke und achten schön darauf, dass wir hier eine gerade Linie haben, damit die Flügel dann auch wirklich gleichmäßig groß sind. Das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Danach bauen wir die Seitenruder an. Ich hoffe, dass das alles auf dem Video ausreichend zu sehen ist. Die Seitenruder sind die hier. Das sind sozusagen auch gleichzeitig Endscheiben, damit uns die Strömung nicht hier von der Unterseite auf die Oberseite so schnell fliegt. Sieht man als Winglets bei Flugzeugen. Und jetzt kommen diese Seitenruder, wie ich hier schon angedeutet habe. Man reißt einfach bloß gleichmäßig auf jeder Seite etwas ein und biegt die Seitenruder hoch. Nicht hochfalzen. Je weicher, umso angenehmer wird das Flugzeug fliegen. Das gleiche auf der anderen Seite nochmal. Und jetzt machen wir gleich noch eine Aufnahme, ob das Biest fliegt. Ich weiß es jetzt nicht, weil ich es sehr ungenau gebaut habe. Bitte, Herr Kameramann, einmal nach oben zeigen. Naja, die nickt noch. Ich habe es übertrieben. Aber das mag jetzt als Falzanleitung genügen. Dankeschön.